Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Animal Crossing. Und nachdem es jetzt ein paar Tage keine Folge gab, weil ich nicht so die Motivation habe, geht es heute motiviert weiter. Weil ich finde, es bringt nichts, ein Video aufzunehmen, wenn man eigentlich gar keine Lust hat. Deswegen, jetzt habe ich Lust, jetzt gibt es wieder Folgen. Gut. Wir haben Besuch auf dem Campingplatz. Schaut doch mal auf einen Plausch bei unserem Gast vorbei. So, damit sind wir für heute am Ende. Oh, ich bin gespannt, wer auf dem Campingplatz ist. Okay, cool. Ich habe in der Zeit ein bisschen die Insel umdekoriert, weil das ist... Ich weiß nicht, ich kann so kreative Sachen irgendwie nicht machen, während ich aufnehme. Weil ich dabei nicht eben nicht reden kann oder sonst was. So, wir haben einige Geschenke von Sora zum Abschrecken von Mandy. Okay, da bin ich gespannt. Sora, was ist das? Och, ich glaube, meine Tasche ist etwas voll. Okay, was? Wie sieht das aus? Hier ist nicht genug Platz. Hä? Ah, es ist Godzilla. Nein. Der ist cool. Für den muss ich mir einen Platz überlegen. Das ist cool, okay. Was denn heute mit dem Internet los? Braucht so ewig. Habt ihr auch alle, die ihr einen Switch Nintendo Account habt, habt ihr alle mitgekriegt, dass auf entspannte Erzählrunden, dass die Daten wohl gehackt worden sind und dass man jetzt bitte das Passwort neu machen sollte und am besten 2-Stufen-Authentifizierung, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Guckt mal nach, ob euer Account sicher ist. Weil ich glaube, gehackt werden will keiner auf seinem Nintendo-Account. Das wäre richtiger Mist. Was hat Kabuki mir geschickt? Du hast also angebaut, habe ich mir sagen lassen. Oh, übrigens habe ich jetzt einen Raum mehr. Dinge sind passiert. Vor allem Werte Miri. Dankeschön. Willst du die größte Hütte auf der Insel haben? Tja, das ist auch ein Ziel. Anbei eine kleine Kleinigkeit, um den zusätzlichen Platz zu füllen. Okay. Nook Shopping hat mir was geschickt. Ein Lied. Ich wollte nämlich neue Musik. Mucke gefällig. Noch mehr Musik. Weil du immer wie ein wildes Huhn auf der Insel umherrennst, dachte ich mir, ich schenke dir was zum Relaxen. Was soll denn das heißen, Paula? So. Was haben wir denn hier? Ein Globus. Oh, cool. Cool. Neue Inneneinrichtung. Die brauche ich für meinen zusätzlichen Raum. Ein Nostalgie-Schädelradio. Das ist ja interessant. Vielen Dank. Ich glaube, man sieht nichts vom Schädel, oder? Ah! Danke, Paula. Das werde ich definitiv behalten. Ah nein, warte. Das wollte ich gar nicht. Wo ist denn jetzt mein Paket hier? Neue Musik. Sie heißt ganz allein. Fügen wir die mal hinzu. Oh, das ist schön entspannt. Das ist schön, das will ich hören, wenn ich morgens hier aus dem Haus komme. Sehr gut. Dann packen wir mal das Zeug weg und gucken uns an, wer neu... Ach so, wir gucken uns erstmal meine neuen Räume an. Ich bin noch nicht zufrieden, aber leider habe ich ja noch nicht so mega viel Möbel freigeschaltet. Nein, das wollte ich weiter verschenken, richtig. Deswegen müssen wir mal gucken. Mir fehlen vor allem so irgendwelche Regale und Schränke und sowas. Davon habe ich das Gefühl, dass ich viel zu wenig noch habe. Warum habe ich so viele Blumen dabei? Die muss ich irgendwo noch verbuddeln. Ich habe halt bis jetzt erst diese Tische. Ich bräuchte da eigentlich so ein langes Regal oder sowas, um das da hinzustellen. Aber habe ich leider nicht. Ich habe noch viel zu wenig Möbel. Das ist richtig traurig. Und das hier ist mein Wohnzimmer. Hier ist meine Katze. Sie heißt Bessere Katze. Sie hat auch einen Kratzbaum, wie ihr sehen könnt. Da steht meine zweite Switch. Ich habe nämlich 2 Stück. Die andere, habt ihr sie entdeckt? Die andere Switch, da ich ja 2 besitze. Vielleicht bräuchte ich irgendwann noch ein richtiges Bett. Und da hängt auch mein Dodo-Bild. Ja, ja. Gut. Der andere Raum ist immer noch der Fischraum, in dem ich noch nicht wirklich eine Idee habe, was ich
genau damit machen will, wie das genau... Welchen Brief habe ich noch nicht aufgemacht? Ach, ganz da unten. Ach, von Paula noch was. Beim letzten Besuch in der alten Hut habe ich die Kleine von meiner Cousine gesehen. Was für ein süßes kleines Blag. Balk, sage ich dir. Alle denken, ich wäre tough, aber bei sowas bin ich voll das Weichei. Sag's nicht weiter, okay. Gut. Oh, ich habe hier eine neue Bank. Ich zeige euch mal alles, was ich neu gemacht habe, ne? Ich habe hier eine Bank. Man kann hier abends melancholisch sitzen und aufs Meer sehen. Ja. Ich weiß. Schön, ne? Ein Unkraut. Oha. Oh, das ist der Käfertyp. Dann habe ich hier richtig coole Scheinwerfer vors Museum gemacht, weil Museum hat ja sowas manchmal. Irgendwann bekomme ich ja hoffentlich noch das Tool, um alles zu bearbeiten. Richtig, dann wird das natürlich noch mal ein bisschen anders. Aber für das, was ich habe... Oh ja, Paula, gibst meine Blumen. Dankeschön. Mach mal, da muss ich das nicht machen. Das ist sehr nett von dir. Ich habe überall ein bisschen diese Wegtexturen auf den Boden gelegt. Ja. Und sonst habe ich hier noch was gemacht. Hier ist jedenfalls ein Fossil. Oben war auch eins. Wir können gleich zum Campingplatz gehen. Da wollte ich ja sowieso hin. Da habe ich auch ein bisschen was geändert. Ich hatte Lust, Dinge zu verändern in meiner Stadt. Ich habe Arne hier einen coolen Football hingelegt und er hat einen Mr. Flamingo bekommen. Weil, ich weiß nicht warum. Weil er ja immer so gern hier Sport macht, hat er den bekommen. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, den Stein muss ich irgendwann mal weghauen. Der ist hier richtig nervig vor der Brücke. Hier ist Arne, von dem wir gerade geredet haben. Hat er einen Floh? Der hat auch einen Floh. Leute! Was ist denn los mit euch? Benutzt mal Shampoo. Das gibt's ja nicht. So ein Spot-on wie für den Hund, damit man nicht Flöhe kriegt. Das gibt's ja nicht hier. Da war ein Floh auf mir, dass diese Viecher einen selbst zu dieser Jahreszeit belästigen. Klasse, wie du ihn dir geschnappt hast, Miri. Ja, ich gebe mir Mühe. Das ist Mandys Zuhause. Ich habe ihr einen Floh geschenkt. Er ist hier unter dem Glas. Kann sie ihn jederzeit abholen, wenn sie möchte. So nett bin ich. So nett. Hier ist unser Freund auf dem Campingplatz. Hier ist der Campingplatz. Ja, ja. Dinge haben sich geändert. Das hier hat sich nicht geändert. Ich bin immer noch zu doof, durch Türen zu laufen. Hallo, guten Tag. Dich will ich definitiv nicht auf meiner Insel. Hallo, ich bin Schoki. Ich mache hier Campingurlaub, wohnst du auf dieser Insel. Es muss toll sein, hier zu leben, wenn alle so freundlich sind wie du. Die Zahl der Bücher, die ich ganz dringend noch lesen muss, ist momentan ganz schön hoch. Da kommt dieser Ausbruch... Dieser Ausbruch von was? Aus dem Alltag gerade recht. Ja, was für ein Spielchen. Wenn du gewinnst, gehört mein Sonnenstuhl dir. Okay, für gratis Items sollen wir die Regeln durchgehen. Also das Spiel geht so. Ich habe 4 Karten und zwar je einer von jeder Spielfarbe, okay? Ich ziehe eine Karte und dann musst du raten, ob das Symbol darauf rot oder schwarz ist. Wenn du richtig liegst, gewinnst du meinen Sonnenstuhl. Boah, ich habe bei sowas so Pech. Ja, ich nehme einfach rot. Aha, mal sehen, ob du recht hast. Ja, war ja klar. Das beschreibt mein Glück. Oh je, falsch geraten. Tut mir leid, diesmal gehst du leider leer aus. Ich hoffe, dieser kleine Misserfolg hält dich nicht davon ab, es irgendwann erneut zu probieren. Du meinst jetzt zum Beispiel? Ja. Na, ich weiß nicht. Ich kann deine Zweifel verstehen, aber schön, dich getroffen zu haben. Mach's gut. Gut. Mausi. Ha. Tja. Schade, kein cooler Bewohner. Kann halt nicht alles haben. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal im Laden vorbei, was die so Neues da haben. Vielleicht sind ja coole Möbel für mich da. Die hätte ich nämlich gern. Coole Möbel. Weil bisher habe ich noch nicht coole Möbel. Hallo.
Willkommen in Nuxladen. Ich meine, dieses Fähnchen, mit denen kann man bestimmt was Cooles machen. Da ist eine Party gelandet. Der Preis, okay. Ach, die kosten ja gar nichts, okay. Gut. Was ist das für ein Gerät? Ein Duftspender. Nee, also. Vor allem was Rechtes? Nee. Das ist ein Tamburin. Danke, dass du mir das erklärst. Ich hätte das gar nicht gewusst. Okay. Na gut. Vielen Dank. Wiedersehen. War nett bei euch. So, was steht denn? Steht denn hier irgendwas Neues drauf? Vielleicht Hups? Nein. Es gibt nichts Neues. Wie traurig. Hallo. Hallo Markus, wie geht's? Du trägst mal wieder mein Löcherpulli, sehe ich. Habe ich das Tamburin nicht gekauft? Boah, ich bin verwirrt. So, hier. Gut. Ist das etwa ein Nostalgie-Schädelradio? Ja, viel Spaß damit. Ich habe das nur für dich gekauft. Und sogar in deiner Lieblingsfarbe. Na, das ist schön. Oh, deine Blumenspange. Dankeschön. Mit der werde ich viel anfangen können. Wiedersehen. Ja, mit der kann man ja gerade nicht reden. Die angelt ja. Ich traue mich nicht, meinen Schwimmer aus den Augen zu lassen. Dann guck weiter drauf. Viel Spaß damit. Wo sind denn die ganzen anderen Bewohner? Hallo. So, ich hole mir mal mein Stoffmuster von Sina. Weil wenn man mit der oft genug redet, bekommt man Stoffdesigns, mit denen man Möbel umgestalten kann. Und das ist cool. Dankeschön, Sina. Aha. Gut. Ich bin da mal weg. Vielen Dank für das gratis Stoffmuster. Sehr nett. Ha. Meiner. Ein Kolibrifhalter. Ja, freut sich der Käfersammeltyp nachher drüber. Hier ist ja auch keiner, aber hier ist der Sternibaum fertig. Na gut. Will ich mal nicht so sein. Oh! Nein, ich will auch keine Emotionen machen. Nein, ich will das auch nicht machen. Dankeschön. So, Mann. Ist hier hinten vielleicht ein Fossil? Nein. Dann ist ja gut. Ist hier irgendwo eins? Auch nicht. Hier kann ich nachher meinen Geldbaum machen. Da oben ist einer meiner Bewohner. Ich suche euch schon. Wo seid ihr denn alle? Gut siehst du heute aus. Was hätten wir denn da? Oh, stimmt, ihr habt noch gar nichts von mir bekommen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ihr was geben kann. Hier, bitte schön, eine Blumenspange. Wach oder träume ich? Eine Blumenspange? Ich frage mich, wie mir das steht. Nun, das ist leicht herauszufinden. Oh ja, gut. Ich spüre, dass ich einfach fabelhaft aussehe. Da muss ich mich so gleich revanchieren. Darf ich dir dies... Ist das der Sonnenstuhl, den ich vorhin hätte gewinnen können? Okay. Oh, cool, den kann ich an den Strand stellen. Was hat sie denn da gefunden? Jetzt ist sie gegen den Baum gelaufen. Vor lauter mir nachgucken. Ich habe hier oben einen Gong noch hingebaut. Also, auf der Suche nach Fossilien kann ich euch das ja zeigen. Seltsam. Ich habe erst zwei. Und ich habe gar keine Bewohner mehr. Hallo? Bewohner? Wo sind die ganzen Bewohner hin? Da ist einer zu Hause. Vielleicht bastelt die gerade was. Dann kann ich
Dann kann ich das mitnehmen. Ich habe zwei Bewohner auf einmal gefunden. Ihr besucht euch also gegenseitig. Hallöchen und willkommen in meinem Palast. Hier steht von oben bis unten alles voll mit mega coolen Sachen, die ich liebe. Sieh dich ruhig um. Alles diese coolen Sachen und dann steht da dieser beschissene Stuhl, den ich hier mal geschenkt habe. Vor allem, es steht hier alles richtig voll, voll, voll. Hey, wie bist du hier reingekommen? Stehst du auf der Gästeliste? Kleiner Spaß, ich weiß doch, dass Svenja und du Kumpels seid. Sieh mal an, wen man dabei Svenja trifft. Freut mich zu sehen, dass du auch auf der VIP-Gästeliste... Ach so. Interessant. Dass die sich jetzt auch gegenseitig besuchen, habe ich bisher noch nicht gesehen. Das ist jetzt das erste Mal. Ach, das ist das Tramburin. Das kann ich in die Hand nehmen. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Sieh nur, wie lebhaft dieses kleine Kerlchen ist. Das ist ein Floh, richtig? Also Mandy hat sich über ihren gefreut. Der eignet sich großartig, um schreckhaften Freunden einen kleinen Spaß, Streich zu spielen. Ich danke dir, Miri. Hättest du mir ruhig was dafür zurückgeben können. Viel Spaß noch, ihr beiden, was auch immer ihr hier tut. Interessant. Interessant, was für Beziehungen sich hier entwickeln zwischen den Nachbarn. Ja, ja, aber irgendwas muss man halt auf einer einsamen Insel tun. Da war ein Fossil, oder? Oder war das ein Ast? Das ist ein Fossil. Ja, genau da. Genau da. Au. Oh, wow. Nee, ich treffe die Stelle nicht. Das wird heute nichts mehr, Leute, glaube ich. Ah doch, es ist was geworden. Guckt euch das an. Ging ja nur viermal daneben. Oft sind hier welche. Abends sitzen die gerne hier und singen zusammen. Das ist witzig. So, aber wo ist Paula zum Beispiel? Ups, Entschuldigung, Blume. Oh, hier habe ich auch wieder die Bodentextur hingemacht. Ich finde, ich sieht irgendwie cool aus. Ich mag dieses... Weiß ich nicht. Ich möchte nicht so ein Großstadt-Feeling haben mit so festen Straßen. Ich finde das so irgendwie cooler. Ich möchte dieses auf einer einsamen Insel-Gefühl irgendwie lieber behalten auf meiner Insel. Ich glaube, das gefällt mir persönlich besser. Aber ich glaube, Paula war vorhin hier hinten, ne? Ja. Hallo. Hast du ja alle Blumen gegossen oder nur die eine? Na, ich glaube, sie hat nur die eine gegossen. Okay. Gehst du gleich auch in den Nachteulen-Modus wie ich, Mirio? Sie sagt jetzt übrigens Mirio. Cool, ne? Ja, hier. Hör, ist das etwa ein Kolibri-Falter? Sieht extrem kühl aus. Hab das Krabbelfieh jetzt schon ins Herz geschlossen. Was hältst du davon, wenn ich es zu deinen Ehren Miri Junior nenne? Okay. Wie du mir, so ich dir. Da, das Paisley-Muster-Bandana ist für dich. Okay. Dankeschön. Das ist ja nett von dir. Oh. Interessant. Da ist noch ein Fossil. Wie habe ich denn das vorhin übersehen? Ich weiß es nicht. Gut. Habe ich mit irgendjemandem noch nicht geredet. Ich glaube mit Arne oder Annette. Die waren, glaube ich, beide beschäftigt, als ich mit denen reden wollte. Annette ist immer noch beschäftigt. Na gut. Aber wo ist Arne hin? Mandy habe ich heute auch traurigerweise noch gar nicht gesehen. So traurig. Das ist Arne, er sitzt da. Du denkst sicher, ich sitze. In Wahrheit berührt mein Hinterteil nicht die Sitzfläche. Aha. Aha, Arne. Das wollte ich unbedingt wissen. Das war eine interessante Info. Komm schon, ein cooles neues Möbelteil. Eine Sportbrille. Das ist relativ uncool. Okay, ich will wissen, wie es bei Mandy zu Hause aussieht. Wir waren da so lange nicht. Wir waren da nur ganz am Anfang mal, als sie krank war. Ich rede auch nicht mit ihr. Sie hat das coolste Bett aller Zeiten.
Die Musik ist cool. Das ist richtig. Warum ist das so coole Musik? Fies. Aber was hat die für ein cooles Bett? Habe ich das schon gesagt? Sie hat einen pinken Sauger. Tschüss, Mandy. Dankeschön. Sie sagt, hä? Ich meine, ist es nicht normal, dass einer in dein Haus kommt, nichts sagt, nur guckt und dann wieder geht? Ist das nicht normal? Irgendwo wollte ich meine Sonnenliege noch aufstellen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Hier kommt man ja nicht mehr durch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo. Wo gehen die beiden eigentlich hin? Hier vorne geht es nur zum Flughafen. Das ist der Weg. Wenn man hier landet, sieht man erstmal diese schöne Allee und einen Wegweiser, wo man hin muss. Dann kommt man hier direkt auf unseren schönen Platz drauf. Ja, ja. Was macht der da mit dem Schmetterling? Ich will immer noch, dass er auszieht. Ich habe, seit er hier ist, nicht einmal mit ihm geredet. Aber er scheint das nicht zu checken, dass ihn keiner hier haben will. Er versteht das halt einfach nicht. Was fängst du denn? Hier ist gar nichts. Okay. Man könnte vielleicht hier unten an dem Strand noch was machen. Okay. Hier vielleicht so zwischen den Palmen. Mit der... dem Sonnenstuhl. Oh ja, genau so rum. Aha. Gut zu wissen, Miri. So. Ich glaube, jetzt ist er zu weit hinten. Dann machen wir hier noch eine Sandburg hin. Jetzt noch ein zweiter Stuhl dazu und es würde, glaube ich, noch ein bisschen cooler aussehen. Aber habe ich gerade nicht. Deswegen muss das wohl warten. Wie sieht das denn aus, wenn ich die Sandburg ganz bis vorne schiebe? Sieht das dann besser aus? Weiter geht's nicht. Ich glaube, eins weiter hinten sieht besser aus. Weil die ja so komisch aufbaut. Okay, lassen wir so. Leute, ich würde aber sagen, das war es jetzt erstmal mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen möchtet, was hier noch so passiert, ob ich eines Tages, weiß ich nicht, KK hier tatsächlich auf die Insel bekomme, dann schaltet morgen wieder ein zur nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss.